Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Humankind. Das Spiel ist doch mittlerweile richtig, richtig gut geworden. Und ich muss mich nochmal sehr, sehr entschuldigen bei euch. Die erste Episode, da gibt es Grafikfehler und das lag an meinen Aufnahmeeinstellungen. Da sind die Bäume zum Beispiel schwarz und ihr seht stellenweise überhaupt keine Details der Grafik. Das tut mir sehr leid, das ist mir erst im Nachgang aufgefallen. Jetzt sieht es gut aus und wir können das Spiel in seiner vollsten Grafikpracht genießen, denn es sieht auch sehr schön aus. Mittlerweile hat sich auch ein bisschen was getan. Wir sind jetzt vom Nomadenstamm zu einer Kultur herangewachsen und ich habe die Babylonier gewählt. Die Babylonier sind ein Volk der Wissenschaft, ein Volk, das sich eben überwiegend auch mit Forschung, Technologien befasst. Und das ist etwas, was mir sehr zugesagt hat. Deswegen haben wir entsprechend auch jetzt die Babylonier gewählt. Wenn wir schauen, haben wir ja am Anfang die Auswahl zwischen einigen Kulturen, darunter auch kriegerischen Kulturen oder Kulturen, die eher aus Geld aus sind. Bei den Babyloniern ist es so, dass wir da halt eben die Wissenschaft im Vordergrund stehen haben und das werden wir auch nutzen. Mittlerweile haben wir jetzt auch Technologie. Und wenn ihr hier schaut, seht ihr, dass ich aktuell an der Tierhaltung forsche. Als nächstes die Tischlerei. Und das Schöne ist, wir haben auch eine schöne Ansicht der Technologien. Nämlich die hier. Und ich bin ein großer Freund von Technologietrees. Vor allem, wenn sie einfach gehalten sind für eine komplexe Thematik. Denn Technologien selbst beinhalten ja auch immer weitaus mehr als nur eine Sache. Es sind immer mehrere Thematiken, die damit einhergehen. Und wenn wir jetzt mal gucken, ich hatte hier jetzt die Tierhaltung gewählt. Habe sie jetzt leider abgewählt, so. Und da sehen wir, dass wir über Pferde verfügen könnten. Wir haben die Möglichkeit, Viehzucht zu betreiben, was sich auf unsere Nahrung auswirkt. Wir haben die Möglichkeit, Spähreiter zu rekrutieren, auszubilden. Als nächstes hätte ich dann gerne die Tischlerei, weil wir dann die Waldrodung bekommen. Wir bekommen Holzlager, das gibt uns nochmal Industrie und wir haben dann die Möglichkeit, Bogenschützen auszubilden. Des Weiteren sehen wir hier jetzt natürlich Stadtverteidigung, Steinmetzkunst, also all das, was wir auch aus natürlich klassischen Strategiespielen wie eben Civilization, mit dem es doch sehr, sehr große Ähnlichkeit hat und ihr könnt euch entsprechend weiterentwickeln. Auch sehr schön, man sieht, über Tierschlerei können wir an das Rad kommen, wir kommen über Tierhaltung an das Rad, ja, wir kommen aber auch in die Fischerei oder kommen hier rüber in die Steinmetzkunst. Es gibt also nicht nur einen Weg, um dann in die späteren oder fortgeschritteneren Technologien zu kommen. Und wenn wir hier mal nach ganz rechts scrollen, da sehen wir, dass auch selbst im Altertum, dass da einiges geht an Technologien. Auch die Rundenzahlen, die es braucht, geben uns schon mal einen kleinen Aufschluss darauf, wie lange wir in der jeweiligen Epoche dann mit was zu rechnen haben. Wenn wir dann mal hier ins Mittelalter gehen, sehen wir, hier geht es dann schon in komplexere Gefilde. Theologie, Feudalismus, Einberufung, also Religion und Politik spielt dann hier dann eine größere Rolle, geht dann aber auch über in natürlich hier auch Hochseefahrt, wir haben etwas wie Ritterlichkeit rund um Armeen und dann hier Stahl und dann auch wieder ein bisschen Politik, ein bisschen Handel. In der frühen Neuzeit sind jetzt hier schon ein bisschen weiter gescrollt dadurch, Industriezeitalter, da geht es dann natürlich hier nochmal stark weiter. In die Zukunft, beziehungsweise eigentlich jetzt in die Gegenwart, Mikrobiologie, Verbrennungsmotoren. Da werden wir dann schon beim Anfang des 20. Jahrhunderts kommen dann in Richtung Luftfahrt, Luftkriegsführung. Und wenn wir dann hier weiterschauen, sehen wir dann Radar, Freihandelsabkommen, Computertechnik, Stromleitung, Raketentechnik. Sehr, sehr nice. Automatisierungen, Kommunikationssatelliten und am Ende, da sind wir dann bei Kampflaser. Das wäre dann schon auch Zukunft, quasi Zukunft oder moderne Gegenwart, wie man es nimmt. So, wir gehen jetzt mal zurück, checken auch mal kurz hier unsere Gesellschaft. Da sehen wir auch, wir haben 28 Einfluss. Das sieht sehr gut aus. Die Stabilität unseres Reiches ist auch gegeben. Ist alles ruhig. Und was hier interessant ist, ist hier, dass die Verordnungen und die Ideologien da entsprechende Schwerpunkte haben. Und wenn wir mal hier schauen, da sehen wir könnten Richtung Kollektivismus gehen, sehen dann die Auswirkungen auf unser Reich, wenn wir eben die entsprechende Schwelle überschreiten. Und sehen hier von der Stabilität, jetzt geht es über bis zur Industrie.
Oder aber wenn wir eben den Individualismus wählen, dann geht es halt eher eben über Stabilität, über Geld, Richtung Geld. Hier bei der Welt, Humanismus, Zusammenarbeit, Universalismus, die Militarisierung zur Einung von Gruppen. Da geht es dann in Richtung Nahrung und hier auch wieder Richtung Kampfkraft, wenn wir sagen hier Heimatland. Ja, da hätten wir dann doch eine stärkere Form des Patriotismus. Freiheit, da sehen wir dann entsprechend Einfluss steigt oder Autorität. Und wir haben hier dann auch nochmal Sichtreichweiten. Also ihr könnt euch da wirklich austoben. Man sieht, da hat viele Möglichkeiten, verschiedene Gesellschaftsformen und politische Gegebenheiten dann entsprechend hier auch dann anzustreben. So, wir können mal auf die Verordnungen gehen. Die sind noch nicht angezeigt. Gab es mal ganz kurz in der Anzeige im Rahmen des Tutorials. Hier können wir alle Städte auch nochmal aufrufen. Das finde ich auch schön. Kann nochmal alles sehen. Und hier nochmal alle Streitkräfte. Was wichtig ist, am Anfang ist diese Schnellkürzel zum Switchen der Armeen und der Städte, die ist das gleiche. Das ist dann N und P eigentlich. Und das funktioniert nicht. Es geht immer nur auf die Stadt. Ich habe jetzt bei mir den Wechsel zwischen den Streitkräften auf VB gelegt. Das funktioniert jetzt. Im Standard funktioniert es nicht mit NP. Scheint buggy zu sein. Umgestellt habe ich es nämlich nicht. Wenn ihr also auf dieses Problem stoßt, switcht am besten einfach die Armee-Streitkräfte über VB, weil diese Tastenkürzel sind auch frei. So, wir haben jetzt hier auch ein bisschen was erkundet und die Streitkraft hier oben ist auch schon ein bisschen dezimiert, weil wir es mit dem Bären zu tun hatten. Und das ist auch ein großer Unterschied zu Civilization. Die Kämpfe sind dann doch schon eher in Richtung Endless angesiedelt und finden nicht so statt wie bei Civilization, was ich sehr begrüße, weil ich die Kämpfe bei Endless doch spannender finde als bei Civilization. Ich liebe Civilization, falls es jemand um die Ecke kommt. Und Amplitude Studios hat ja auch die Endless-Reihe gemacht. Endless Legends, Endless Space und Endless Dungeons. Und ich werde jetzt hier einen weiteren Außenposten errichten. Denn hier haben wir sehr viel Industrie. Aktuell habe ich ja in Babylon sehr viel Nahrung. Wir haben hier rund um uns herum Nahrung, viel Industrie. Wie man auch sieht, ist hier alles am Bauen. Wir haben jetzt hier das Haus der Astronomie, das jetzt hier als Bezirk gebaut wird. Das ist jetzt hier gerade in der Mache, zusammen mit dem Bauernviertel. Und danach kommt dann eben das Schmiedeviertel dran. Wir haben Möglichkeit hier noch die Töpferei zu wählen. Auch sehr interessant. Man lernt auch hier nochmal einiges dazu. Oder bekommt noch etwas in Erinnerung gerufen. Auch hier mit dem Aufkommen von Töpferware ergaben sich neue Möglichkeiten für vorindustrielle Gesellschaften, Waren einfacher zu lagern und zu transportieren. Auch das ist eine Technologie, die Art der Aufbewahrung, der Behälter. Denkt mal an Fässer auf Schiffen in der Zeit, in der es schon Schiffe gab, in der man zum Beispiel noch keine Fässer hatte. Fässer alleine, die Herstellung von Fässern ist höchst komplex. Gibt es eine wunderbare Reihe, ich glaube die war von Dreisat, wie Fässer hergestellt werden. Gebt mir mal in YouTube ein, Herstellung Fässer. Da werdet ihr die Doku finden. Super interessanter Shit. Dann Einheiten können wir auch entsprechend ausbilden. Das machen wir aktuell auch. Das sehen wir da oben. Wir sind zum Glück auch unabhängig von den Gebäuden. Und hier öffentliche Zeremonien wäre noch eine Möglichkeit. Festmahl können wir Feierlichkeiten entsprechend veranstalten. Kostet uns aber auch eben 500 Industrie. Jetzt haben wir noch keinen Grund zu feiern. Jetzt müssen wir erstmal noch ackern. Sobald dann auch meine Tierzuchtgeschichte über die Technologie hier Tierhaltung durch ist, werden wir uns die Pferde da unten grapschen. Jetzt aber gucken wir, dass wir uns den Außenposten hier holen und ich denke, wir holen uns tatsächlich an dieser Stelle, an der der Weihrauch ist und beanspruchen das Gebiet. So. Das ist ein Ressourcenlager, das heißt, hier können wir es nicht. Entweder wir gründen es direkt auf dem Berg. Jetzt gucken wir mal, welchen Einfluss das hätte. Also schön ist, wir sehen ja auch immer oben drüber, wie viel Industrie, wie viel Nahrung das bedeuten würde. Und wenn wir mal hier gucken, dann glaube ich, dass das hier ganz schlecht wäre. Ne? 6 Nahrung, 16 Industrie. Mir geht es jetzt hier überwiegend auch um die Industrie. So, hier können wir das nicht. Da bräuchten wir 60 Einfluss. Wir packen unser Örtchen hier hin.
nochmal machen, weil ich Rechtsklick gemacht habe. So, das ist gesetzt. Wir switchen auf die andere Einheit. Und erkunden mal in Richtung Norden weiter. Nur gerade überlegen, gehen wir hier rum oder gehen wir hier rum? Wir gehen einfach mal links rum. So. Die müssen sich auch ein bisschen ausruhen. So, dann setzt euch mal in Bewegung. Denn ich bin bisher auch noch auf keine andere Kultur gestoßen. So, hier haben wir tierische Überreste. Ihr habt eine Kuriosität gefunden. Tierische Überreste bringen uns 8 Wissenschaft und 10 Einfluss ein. Hier oben sehen wir auch 47 Einfluss. Wir bekommen 9 pro Runde aktuell bei unserer jetzigen Konstellation. So viel Geld bekommen wir aktuell. Haben wir also ein Plus. Und sehen auch eben, ob wir Pferde haben oder nicht. Und hier, ob Ackerpferd oder edles Ross, diese majestätischen Tiere unterstützen die Menschen bei allen Unternehmungen. Super wichtig, das war auch extrem wichtig und hatte starken Einfluss auch übrigens auf die europäische Kultur oder auf Europa an sich. Ich glaube vor circa, was waren das, 14.000 Jahren? So heißt zumindest in der Forschung aktuell, wurde die Domestizierung des Pferdes eben entsprechend so als erstes vom Menschen dann auch entsprechend genutzt. Und das hat zur Ausbreitung eben dieser Völker geführt, bis nach Europa rein. Und Europa selbst zum Beispiel auch rein von den Ethnien her sah bei weitem nicht so aus wie heute. Man hatte nicht überwiegend Kaukasier, sondern es war eigentlich doch eher bunter, gemischter und eher südlichere Ethnien als das, was wir heute haben. Super interessant, wenn man da nicht glaubt, einfach mal Historie der Pferdezucht, Domestizierung anschauen. Super interessant. Kann sein, dass ich mich mit den 14.000 Jahren etwas tue, aber es ist sehr lange her und ich glaube auch die Forscher sind sich da uneins. Es gibt im Grunde zwei große Thesen dazu. Aber im Kern zur Ausbreitung dann, sage ich mal, der Kulturen und des Einflusses auf Europa, das ist schon sehr, sehr interessant. So, was ein bisschen stört, ich kann dieses Bewegen nicht triggern. Da muss ich mal gucken, ob es da irgendeinen Hotkey gibt. Bisher habe ich noch keinen gefunden. So, jetzt wird hier Muspelheim gegründet. Können wir uns auch mal hier angucken. Da sehen wir auch, Festungsanlage Standard ist 10. Und hier sehen wir auch die Gebiete, die Anzahl der an diese Stadt oder diesen Außenposten angegliederten Gebieten. Ne, da wird es auch wichtig, das habe ich jetzt noch nicht hier berücksichtigt, dass diese Grenzen dann aneinander angrenzen. Gucken wir aber mal, ob das hier nicht auch der Fall ist, denn ich meine, dass das gegeben sein kann. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn das durch ist. Wenn nicht, wir werden ohnehin auch noch hier in dem Bereich mal schauen, dass wir da auch noch einen Außenposten hinpacken. Rein aus, auch aus strategischen Gründen. So. Die Bezirke brauchen noch eine Weile. Das wollen wir jetzt nicht machen. Und auch hier, ne, das können wir umschalten, habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Wir könnten auch, wenn ihr ungeduldig seid, könnt ihr hingehen. Aktuell haben wir das Bauernviertel, 5 Runden noch. Mit 88 Gold könnte man das direkt kaufen, hätten das dann sofort. Auch ein altbewährtes Mittel in Strategie-Games, um da eben auch die den Bau zu beschleunigen. So, ich beende mal die Runde und gucke, ob die sich bewegen, weil das ist immer noch etwas, was mich so ein bisschen stört. Ne, es geht nicht. Aber ich vertraue darauf, dass einfach, wenn ich die Runde beende, dass sie sich dann bewegen. Wäre halt schöner, wenn man das so machen könnte, weil ich, wenn ich zum Beispiel hingehe und ich baue mit einer Armee jetzt hier einen Außenposten und will mich dann weiter bewegen, dann wäre Runde beenden eben nicht sinnvoll. So, die erste Armee, die hier hinkommt, kann eine Deckung machen, dann bewegen wir die doch erst hier hin. Tierhaltung erforscht, super, perfekt, damit haben wir direkt schon die Tierhaltung und wir sehen auch, sie verschwindet aus der Technologie. Die Zähmung und Zucht wilder Tiere wie Schweine und Büffel eröffnet neue Arbeitsweisen und Nahrungsquellen. Das haben wir jetzt sogar sofort bekommen, einfach durch das Erkunden.
Und das ist halt sehr, sehr schön. Das ist auch etwas, was wir in der Endless-Reihe ähnlich haben. Und es passt auch auf die Geschichte, sage ich mal, der Menschen an sich. Wir haben ja gerade durch unsere Neugier, durch die Bewegung, durch das Verlassen auch unserer jeweiligen Heimatgründe, aus welchen Gründen auch immer, dann natürlich auch stellenweise neue Dinge entdeckt. Durch den Austausch mit anderen Kulturen, aber auch durch den Input neuer Umgebungen, neuer Gegebenheiten, wurden wir da entsprechend, man kann es schon sagen, schlauer. So, gehen wir jetzt runter mit denen in Richtung Süden? Nee, machen wir nicht. Die gehen nach oben. Die sind stärker aufgestellt als die andere Truppe. Die Truppe hier schicke ich runter. Die sind mir zu schwach. Ich will die aber trotzdem jetzt als Speer verwenden, solange ich selbst noch keine Speer habe. In die Einheitenreihe würde ich die gerne schon mal reinpacken. Aber wir haben die Strategieressource Pferd noch nicht. So, und die wollen wir hier haben. Die haben wir hier. Pferdehof. So, sobald der Extraktor fertiggestellt ist, steht diese Ressource in eurem Reich zur Verfügung. So. Auch schön, ne? Ist innerhalb unseres Einzugsgebietes. Entsprechend können wir eben auch diesen Pferdehof erstellen lassen. So, das ist ein bisschen hinten dran. Tauschen wir kurz die Reihenfolge, um zu sehen, wie sich das auswirkt. Hier hatten wir in Summe 25 Runden. Und hier sind es in Summe 27 Runden. Okay, tauschen wir trotzdem. Ich würde gerne zuerst den Pferdehof haben. Im Zweifelsfall, wenn wir dann die Speerreiter packen. Guck mal, hier mit 5 Runden. Das wäre mir wichtiger. Dann kann ich nämlich die beiden Armeen wieder zusammenschließen. Und brauche die Speer hier nicht. Die können wir gleich direkt rauskicken. Die kriege ich noch nicht in die Warteschleife. Macht aber nichts. Muspelheim ist am Bau, ist bald durch. Dann beenden wir die Runde. It is not just a bunch of buildings. It is warmth, protection and praise the gods, a bit of privacy. Wundervoll. Und da haben wir jetzt auch Muspelheim. Und da sehen wir schon, unser Einfluss steigt noch nicht, ist noch nicht durch. Und wie ihr natürlich seht, also es ist ein ruhiges Spiel natürlich, aber es tut auch mal gut. Einfach ein bisschen Ruhe in dem Spiel und da bewegen sie sich jetzt auch. Das sieht auch gut aus. Da darf man sich nicht irreführen lassen, weil es sieht immer so aus, als ob das hier dann komplett alles Wasser wäre. Das ist es nicht. Eure Movements. Da sehe ich auch, ne? Das, was ich vorhin beschwert hatte, eigentlich, das geht auch. Sobald die Runde noch nicht beendet ist, die Einheiten noch Bewegungspunkte hätten, hat man die Möglichkeit eben dann einfach nicht zu sagen, Runde beenden, sondern das heißt dann erstmal, sieht dann anders aus. So, hier haben wir Mammut. Wählt ein oder mehrere Einheiten aus. Weitere Informationen verfügbare Einheitsaktionen zu sehen. Genau, haben wir noch nicht. Ich glaube, wir sind zu weit entfernt. Das sehen wir jetzt gleich. Unten gibt es keine Bewegungsmöglichkeiten mehr. Technologie passt auch. Und hier sehen wir auch aktuell den Ruhm. Wir sind auf Platz 4 mit 20 Ruhm. Ist mir aber wurscht. Ich bin bei den Strategie-Games nicht so der Typ, der da auf die Trophies geht. Mir geht es erstmal darum, einfach gemütlich nach gute Dünken einfach mal zu bauen und meine Kulturen halt eben weiterentwickeln zu lassen und zu sehen, was passiert. Und der Rest kommt dann irgendwann später in anderen Durchläufen. So, auch hier wieder eine Kuriosität gefunden, verfallener Schrein, plus 15 Wissenschaft, plus 10 Ruhm. So, und mittlerweile haben wir auch die Tischlerei erforscht. Die sitzt durch. Deswegen können wir mal erstmal in unseren Technologiebildschirm und gucken, was wir als nächstes haben wollen. So, Kalender ist, glaube ich, extrem wichtig. Packen wir auf jeden Fall rein.
und gucken dann, wenn das durch ist, und überlegen uns dann beim nächsten Mal, welche nächste Technologie dann entsprechend für uns gewählt wird. So, schauen wir mal, ob wir den Mammut hier noch einholen können. Wahrscheinlich nicht. Okay, rennt uns davon. Aber das ist auch nicht weiter wild. Wir haben definitiv noch einiges zu erledigen. So, und da sehen wir jetzt auch, jetzt haben wir auch Bogenschützen-Einheiten. Was uns sehr zugutekommen wird. Gerade bei der Jagd, gerade mit dem Bären, habe ich das gemerkt. Der Bär hat auch gut ausgeteilt. Es ist zwar rundenbasiert, es ist aber trotzdem so, wenn eure Einheit angreift, kriegt sie trotzdem auch Schaden rein. Und der Bär macht, Nomen est Omen, Bärenschaden. So, insofern sind wir jetzt hier erstmal durch. Das war eine weitere Episode zu Humankind. Wichtig nochmal für alle, die unschlüssig sind, wenn ihr den Game Pass habt, nutzt es dort. Ihr könnt Humankind entsprechend über den Game Pass kostenlos spielen. Ansonsten, wenn ihr euch unschlüssig seid und sagt, sag mal Kiri, sag doch mal was. Wie schätzt du das ein? Für wen ist das Spiel geeignet? Meiner Meinung nach definitiv, wenn ihr Civilization gerne gespielt habt. Denn das Spiel hat sehr viel von Civilization. Definitiv, wenn ihr Civilization und die Endless-Reihe sehr gerne gespielt habt, vor allem Endless Legend, dann würde ich sagen, schlagt sofort zu. Wenn ihr Civilization nicht so gerne gespielt habt, aber dafür die Endless-Reihe, dann guckt euch am besten mal die Let's Plays von Writing Bull an. Ist meiner Meinung nach der beste deutschsprachige YouTuber im Strategiebereich. Und er hat schon jetzt über 45, wahrscheinlich jetzt vielleicht schon mittlerweile 50 Videos zu Humankind gemacht. Und es stellt für mich auch die Koryphäe da im Strategiebereich. Findet ihr bei mir unten auch in den Kanälen. Ansonsten gibt einfach einen Writing Bull, also wie schreibender Stier. Und dann werdet ihr direkt finden. Super netter YouTuber, da gehen auch mal Grüße von mir raus an Writing Bull. Vielen lieben Dank für diese wunderbaren Strategie-LPs. Und genau, dort werdet ihr auf jeden Fall noch weitaus mehr Informationen sehen. Da ist schon einiges mehr passiert. Und ihr könnt euch da vielleicht dann noch mal ein besseres Bild machen. Ansonsten wartet natürlich, bis vielleicht irgendwelche Sales kommen auf Steam. Wenn ihr sagt, nee, ihr wollt es euch auf jeden Fall kaufen, aber jetzt nicht gleich, ist das natürlich auch eine Option. Ich würde es definitiv empfehlen. Ich habe sehr viel Spaß mit und ich mag diesen Aufbau und freue mich schon auch auf die Weiterentwicklung der Kulturen. Und wem diese Videos gefallen haben und wer zukünftige Videos von mir sehen möchte, wäre super, wenn ihr mich abonniert. Dann bekommt ihr das entsprechend mit. Und ich hau mich erstmal raus. Besten Dank fürs Reinschalten.